Hey meine Rocken, willkommen zu einem neuen Informationsvideo und zwar, ja, ein Gewinnspiel startet am November, das sind 2 Monaten. Ja, ihr denkt jetzt, oha, warum denn so lange? Erstens brauche ich natürlich die Karte, ne? Oben steht schon Robux Verlose. Oktober, November, ja, in 2 Monaten. Und ja, ich möchte euch ein bisschen was sagen dazu. Und zwar das große Straßenrennen. Straßen, genau. Aber da habe ich es richtig geschrieben. Findet auf RC statt. Hier findet ihr die Routennummer. Man startet von hier. Geht dann über den Highway hier hoch. Hier durchs Fairfax District, also in-game heißt es Springfield. Geht dann hier runter zum Highbrook Trader Park, hier hoch, Farm County Tanke, hier Hausgebiet, fährt hier zum Tunnel und hier. So, erstens Voraussetzungen. Wir brauchen mindestens 6 Leute. Wir brauchen 2 AMR, also 2 Ambulance, Krankenwagen, eine Engine, also ein Feuerwehrfahrzeug. Und die Autos dürfen unter 10.000 nur betragen. Ach, 100.000. Homeland Team, das bin ich. Also, ist das Homeland Team. Ich habe es alleine veranstaltet, so ohne Abstimmung. Es wird so gemacht, immer 1 gegen 1. Deswegen 6 Freunde, 6 Leute mindestens. Der Verlierer verliert eben, der Gewinner kommt weiter bis Finale. Dann treten sich die 2 besten Gewinner auf. Und ja, und wer gewinnt, kriegt eben die 10 Robux-Verlosung. Erstens, warum AMR FD? Also wir können natürlich ohne machen, dann mache ich noch eine Abstimmung. Aber ne, es kann sein dann, dass eventuell das Auto im Weg steht könnte. Überlege ich, ob ich statt FD und AMR einfach sage, okay, komm, Dings. Wir machen das nicht, aber du bleibst dann disqualifiziert eben. Abkürzungen sind strengstens verboten. Zum Beispiel hier, da ist Wiese. Hier einfach durchschräg verboten. Disqualifizierung direkt. Ich schaue natürlich zu. Ich habe natürlich meine Comments hier. Wetter bleibt clear und so weiter. Also Tag clear. Abkürzungen sind verboten. Absperrungen sind immer in jeder Kurve. Also an einer Kreuzung die Kurve. Hier zum Beispiel hier. Oder hier. Oder die Ausfahrten hier. Die 4. Hier vorne direkt die 2 und hier die Kreuzungen, die. Genau, hier ist auch noch eine. Hier ist noch eine. Aber ich brauche auf jeden Fall. Warte mal. Ich muss kurz schauen. Hier muss eine hin. Ich glaube nur eine, ne? Dann würde ich doch mein Fahrzeug einfach hinklatschen. Warte mal. Also. Ich habe als erstes gelegt mit Cops, aber wenn ich die Polizei mache, dann brauchen wir viel mehr Leute. Hier sind. No, hier habe ich alle. Hier habe ich alles. Ja, also ich brauche auf jeden. Ja, dann packe ich da einfach mein Auto hin. Hier. Bei der Kreuzung hier. Ich mein Auto. Ah, hier aber auch. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der da eine Absperrung klatscht. Ich überlege, ob jemand noch Cop geht und mit einer Highspeed ihm verfolgt, ach, Straßenrennen macht, aber ja. Auf jeden Fall kriegt der Gewinner eine 10 € Robux-Verlosung. Also ihr könnt dann Robux in Wert von 10 € einlösen. Was braucht ihr alles? Ihr braucht einfach mindestens ein schnelles Auto, unter 10.000, 100.000 natürlich.
Ihr dürft keine Abkürzung machen, ihr braucht, wir joinen auf den Discord-Server oder ich überlege, ob ich live gehe, also weiß ich noch nicht, ich muss natürlich muss irgendwie eine App finden, weil OBS ist immer noch nicht, ne? Ja, dass ich eben bei der Dings eben live gehen kann und dann braucht ihr auch nicht im Talk zu sein. Genau. Das wird dann gemacht. Hier ist natürlich noch ein bisschen falsch. Das Event startet bei 2 AMR und FD. Das ist falsch. Jetzt vielleicht nur 3 oder nicht. Oh, die Karte ist groß, ja. Also ich. Ne, ist normal. Ich sag nur so. Rot bedeutet die Verbindung, wenn zwei sich kreuzen, zum Beispiel hier die überkreuzen sich mit der Strecke, deswegen sind die rot, dass sie wissen, okay, da Start, wo muss man jetzt dort lang. Blau ist der Tunnel und das Ende, also hier ist das Ziel. Start ist hier direkt die Kreuzung. Genau. Ich überlege, ob ich hier einfach sage, jo, hier müsst ihr jetzt dort lang. Weil, wenn jetzt keine AMR geht, deswegen. Wir können dann so lange schon mal eine Entscheidung machen. Auf jeden Fall kommt gerne auf den Discord-Server, müsst natürlich nicht gehen. Aber, ja. Wir werden einmal die Entscheidung. Ja, also. Ihr seid natürlich nicht verpflichtet, aber wer gerne Roblox zockt und Robux unbedingt braucht, dann habt ihr hier die Chance. Ja, genau, eigentlich war es das eigentlich auch, also. Bleibt aktiv. Wer zu spät kommt, hat Pech. Also wir machen also ich mache eine circa halbe Stunde, ja, circa eine halbe Stunde vor Opening bespreche ich mich vielleicht mit jemandem, der mir noch hilft oder so. Geht dann auch schon mal aufgelistet, weil vielleicht kommen noch andere Leute, vielleicht so andere Leute. Die auf den Server kommen, den sprechen natürlich an. Kein RP-Start, sondern ihr könnt eine Verlosung im Wert von 10 € gewinnen, wenn ihr auf dem Discord-Server joint und am Straßenrennen beteiligt. Ist ein Event. Und dann startet es sich auch. Also. Ja, nein. Right, check. Nein. So. Ja. Disqualifizierung. Wann kommt eine Disqualifizierung vor? Klar, Abkürzung. Zum Beispiel von hier bis, also von dort. Bis hier hin abkürzen. Ich sehe das. Ich bin nicht dumm. Ist eine Disqualifizierung. Überschlag ist eine Disqualifizierung. Verkehrsunfall oder ein brennendes Auto ist Disqualifizierung. Du kannst ja nicht weiterfahren. Im Wasser landen. Disqualifizierung. Rammen. Disqualifizierung. Ja, also deswegen. Auf dem Highway habt ihr natürlich viel Platz. Ne? Ihr habt. Beide Straßenseite, jeder hat zwei Spuren, insgesamt vier. Ihr könnt jede Spur benutzen, um nicht gerammt zu werden oder wer Kopfschmerzen hat. Da Internetprobleme sind bei uns nicht ein Grund, warum das Rennen nicht wiederholen werden muss. Das heißt, wer jetzt Internetprobleme hat und mitten im Rennen einfach schwupps weg ist, disqualifiziert.
Genau. Ziel ist, dorthin zu kommen. Wir überlegen, ob, wenn es ein Unentschieden ist, ob wir vielleicht noch einen Schnick, Schnack, Schnuck noch machen oder irgendwas mit 50-50 Chance. Wie, ja, irgendwas, was man in-game machen könnte oder. Stimmt, was vielleicht. Ich überlege, was wir noch machen können. Eventuell, wie viel Schaden macht die bei einem Headshot oder wie viel Schaden macht die am Fahrzeug? Weil die es werden natürlich eingestellt. Ne? Zur Info: Alle, also die ganzen, der ganze Weg hier, das ganze Rennen hier, fängt von hier an, geht von dort über den Highway und nicht vom Tunnel an. So. Die ganze Strecke wird mit einem 99er Speed Limit eingespeichert. Also, ich würde empfehlen, euch jetzt schon, weil es ist schwer, Geld zu verdienen, jetzt schon in RLC zu sein und dann einfach durchstarten. Und ja. Einfach durchstarten und machen, Geld sammeln und so alles. Dass ihr vielleicht ein gutes Auto habt. Ich habe jetzt nicht gesehen, was der nächste Preis ist. Aber ja. Also ich überlege, ob ich vielleicht Autos jedes bekomme. Außer die Prestige. Also was Bugatti. Ich glaube. Also alle Prestige-Wagen, auch der Offroader. Obwohl, das bringt eigentlich nicht. Also schaut gerne an, unter 10, 100.000 die Geschwindigkeit am besten. Und ich glaube, es gibt es den Horsepower, glaube ich. Kleiner Tipp, wer es natürlich nicht weiß. RLC, kann man jetzt sagen, jetzt stell vor, Chevrolet Corvette. Die haben eine eigene Webseite. Ja. Und hier steht dann, Beschleunigung von 0 bis 60 km/h sind 3,696. Dings, Klasse ist das Auto. Typ Prestige. Das ist jetzt zum Beispiel verboten. Höchstgeschwindigkeit 252 km/h. Verboten. 400. Ja, der fährt doch gar nicht mehr so schnell. Achso, ist kmh. MPHs und ist was anderes. Genau, und das wird immer so sein, wie zum Beispiel Survey. Hier 3,74 Sekunden von 0 bis 60 km/h. Hier 150 km/h fährt der hier. Prestige verboten. Also hier könnt ihr sehen, okay. Ah, hier, McLaren ist das. Also hier könnt ihr sehen, okay, so schnell fährt er, die Beschleunigung ist gut. Das könnt ihr sehen. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr jetzt RC, dass ich müsste ins Zivilistenteam gehen. Steht hier nicht. Naja. Event startet jetzt natürlich um 17:15 Uhr, bisschen nachmittags. Dass auch Leute, die bis 16 Uhr Schule haben, easy reinkommen. Das große Rennen wird dort starten. Dort werden natürlich erstmal Disqualifizierungen gesagt und so. Der richtige Start, also Rennstart, wo ihr nicht mehr mitmachen könnt, wäre 17:20 Uhr oder 25. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Zeit. Ich werde es hoffentlich aufnehmen, also Video machen oder einen Livestream, das weiß ich noch nicht. Vielleicht finde ich hier was, aber ich glaube, dann würde es mir abstürzen, eher wenn ich auf dem alten Laptop
Hier OBS hole. Ach, das funktioniert manchmal. Ich habe es ja auch hier Chrome. Ja. Aber ich kann hier Bildschirm Stream starten. Aber ich glaube, nee, machen wir nicht. Machen wir auf meinem Server. Genau. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht ein paar Korbs mache, weil ein Korb kann maximal 50, 50 Absperrungen placen. Also Polizeibarrikade sind 15, Verkehrshütchen 20 und Bauzaun 15. Sind alle 15 und 15 sind 30. Und 20 sind 50. Aber es hat gereicht mit, dass ich jetzt nur mache. Aber zur Info, es kann sein, dass bei einer Ecke vielleicht nicht ein Dings ist. Oh, mir fällt ein, wir haben doch jetzt einen Prison Bus. Dann würde ich sagen, ich fahre dann nochmal die Route ab mit den Leuten, die mitmachen. Ja, dann machen wir. Dass die wissen, wo lang, wenn mal irgendwo was fehlt, aber davor schon schaue ich noch danach. Ja, ich hoffe, eure Laune ist damit geweckt. Genau. November, genaue Datum ist der 13. ist Mittwoch. Nee, ich hab doch noch meine Krücken, ach, mein Gips dran. Das funktioniert. Ich dachte kurz, ich hatte auch Jugendfeuerwehr, aber funktioniert nicht ohne Gips. Das heißt, Schiene müssen es schon sein. Ja. Also, oder am besten ist, ihr holt euch schon am besten das Auto, also schaut das Auto auf dem Privatserver am besten an. Und fährt einfach die Strecke mal ab. Und schaut, was, wo man vielleicht gut beschleunigen kann, zum Beispiel bei Kurven kann am besten immer innen benutzen. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Hier, hier zum Beispiel, benutzt die, wo die schwarze Linie ist, nicht außen, weil außen ist länger. Kleiner Tipp am Rande. Also ihr könnt natürlich auch außen benutzen, ne? Das ist ja nicht schlimm, aber ne? Deswegen. Genau, hier fährt die ab. Ich habe ein, zwei, okay, ja, einfach, ja, da abbiegen, statt geradeaus fahren. Ja. Wenn keine, also, wenn bei Kreuzungen keine Dings ist, natürlich schaue ich natürlich den ersten Platz zu. Immer, also ich switche immer hin und her. Und dann kann man sehen, okay. Dort habe ich's, konnte ich keinen Platz sagen. Ich musste sagen, links oder rechts. Genau. Einfach geradeaus fahren bis zur Absperrung. Das war's. Naja, dann wünsche ich euch noch einen schönen. Warte mal. Wann kommt das? Direkt am nächsten Tag. Am 5. 5. um 12 Uhr. Dann wünsche ich schon noch einen schönen Schultag, ne? Oder vielleicht, ich hoffe, die Schule hat euch überhaupt gefallen, ne? Manche schon, dass der bestimmt nach der Schule erst an. Und ja, dann haut rein, Leute. Ciao.